gnadenlos befragt. Herr Bundespräsident, herzlich willkommen im Hauptstadtstudio von Weltnetz TV. Zunächst, Herr Ehrendoktor Joachim Gauck, möchte ich Ihnen dazu gratulieren, dass Sie heute zum beliebtesten Philosophen unserer Zeit gewählt worden sind. Das ist ja eher nicht ganz unangemessen. Mit welchem Vorsprung denn? Immerhin wurden für Sie fast 78% ermittelt vom ADAC. Aber Themenwechsel? Frau Timoschenko hat jüngst vorgeschlagen, das Problem der 8 Millionen Russen in der Ukraine mittels Atombomben. Ja, da sind halt mal die Gefühle mit ihr etwas durchgegangen. Aber gerade als Christ und Pastor muss man das nachempfinden können. Ich weiß, als Überlebender einer Diktatur, was diese Frau durchlitten hat. Sie haben selbst 1991 in Ihrem Rowohlt-Buch auf Seite 41 geschrieben, ich zitiere, meine früheste Erinnerung an Gewalt ist das Kriegsende und Russen. Damals hätte ich, schreiben Sie, am liebsten eine Waffe in die Hand genommen, um gegen diese russischen Verbrecher zu kämpfen. Sie müssen mir das nicht vorhalten. Ich kenne meine Zitate. Und deswegen bin ich auch nicht bereit, mit dem Finger auf Frau Timoschenko zu deuten. Wie Martin Luther King sage ich, I have a dream. Die ganze Welt, ein einziger Maidan. Der Rote Platz in Moskau, der Platz des himmlischen Friedens in Peking, wie in Venezuela, wo gerade der nächste scheingewählte Tyrann gestürzt wird. Aha, darum also hatten Sie sich auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz so verständnisvoll zu Rüstungsexporten und Auslandseinsätzen geäußert. Rüstungsexporte sind nicht nur ein Arbeitsplatzgarant, sondern sorgen auch für ein Gleichgewicht. Denn staatliche Souveränität darf Diktaturen nicht unantastbar machen. Und wenn man sich gegen Diktaturen rüstet, wie gegen Gaddafi, Assad oder Putin, dann kann doch die freie Welt ihren Rüstungsbetrieben nur dankbar sein für jedes bisschen Export. Ja, aber mein deutscher Panzer nach Saudi-Arabien, da ist die Menschenrechtslage auch nicht so. Ich meine, ich denke da auch das Emirat Katar. Dort wird die freie Welt 2022 immerhin ihre Fußball-Weltmeisterschaft abhalten. Aber es soll dort auch auf den Baustellen zu Unregelmäßigkeiten gekommen sein. Ja, das ist doch kommunistische Propaganda. Die Menschen im sowjetischen Gulag hätten von solchen Arbeitsbedingungen geradezu geträumt. Ich zitiere hier mal den Kaiser Franz Beckenbauer, der war ja selbst in Katar und der sagte, ich habe noch keinen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Ich weiß nicht, woher diese Berichte kommen. Und dem Beckenbauer kann man glauben, der Kaiser ist ein ehrenwerter Mann. Also Sie halten gar nichts von einer Volksabstimmung über die Fußball-Weltmeisterschaft. Eine Volksabstimmung über Fußball? Kein Volk hat auch abgestimmt über Putin und sein Olympiaspektakel in Sotschi, die ich ja boykottiert habe. Nein, nein, aber Helmut Schmidt hat kürzlich sogar Verständnis für Wladimir Putin. Oh, Schmidt, Kohl, Schröder, das ist nichts als das fahrlässige Hingerede von Altkanzlern, bar jeglicher Verantwortung. Als der Russe Deutschland besetzt hielt, musste ich meine Kinder zum Studium weg aus dieser sogenannten DDR schicken. Nach Hamburg, wissen Sie, was das ist für einen Vater? So, Ihre Kinder durften im westlichen Ausland studieren. Ja, nachdem die Stasi mich fruchtlos mit ihrem Terror gefoltert hatte, haben die natürlich auch versucht, uns
Widerstandskämpfer mit etwas Zuckerbrot einzubinden. Das gehörte dazu. Man gab mir einen VW-Bus, ließ meine Kinder ausreisen, half mir gegen unanständige Pädophilie-Vorwürfe in meiner Kirchengemeinde. Aber mein Kampf ging unerschrocken weiter für die westlichen Werte und die Freiheit der Presse. Das Pressehaus Springer hat ja auch von Anfang an auf Sie gesetzt. Bereits 2009, als Sie zum ersten Mal gegen diesen Christian... Sie schneiden den Namen aber später wieder raus. So war das verabredet. Selbstverständlich, der Wulf Lieder raus. Also, die gesamte freie Presse war für mich. Bis auf ein paar linke Blätter. Wer gegen die Freiheit anschreibt, kann selber nicht frei sein. Niemals. Bild ist freie Presse, die Welt. Beim Spiegel und der Frankfurter Rundschau war das ja nicht immer so. Aber heute sind sie auch auf der Seite der Freiheit. Und als Pfarrer weiß ich, die biblische Rückkehr des verlorenen Sohnes besonders zu schätzen. Also der Bild-Chefredakteur Kai Diekmann hat besonders für den Rücktritt von diesem Christian... Nicht schon wieder diesen Namen. Wir sollten diese kurze Episode im Schloss Bellevue schlicht vergessen. Jedenfalls hat Herr Diekmann gekämpft mit einem beherzten Oberstaatsanwalt an seiner Seite. Wir wären in Zeiten des roten Terrorregimes froh über solche freien, zivilcouragierten Staatsanwälte gewesen, wie die in Niedersachsen. Nun hatten Sie angeregt, für diesen Kai Diekmann eine Sonderbriefmarke zu drucken. Wir haben davon zunächst Abstand genommen. Eine Expertengruppe in meinem Haus war für Verschiebung der Diekmann-Briefmarke. Aber warum denn? Na ja, also man ist der Meinung, die Leute könnten die Briefmarke auf der falschen Seite anspucken.